5 typische und unnötige Fehler, die Männer beim Schreiben machen. In diesem Video erfährst du, welche Fehler du vermeiden musst, damit du, wenn du mit einer Frau chattest, sie weiterhin Interesse an dir hat, dir zurückschreibt und vor allem sich auch auf ein Date mit dir trifft. Denn viele Männer kennen das, man schreibt mit einer Frau und das Gespräch verläuft sich irgendwann im Sande oder sie will sich halt nicht mit dir treffen oder sie habt irgendwie schon ein Date ausgemacht und sie sagt dir halt einfach ab. Spontan teilweise auch kurz ein paar Stunden vorm Date oder so, kriegst du eine Absage. Und damit dir das nicht mehr passiert, erfährst du hier die Fehler, auf die es ankommt. Denn diese Fehler sorgen dafür, dass eine Frau absagt oder sich einfach nicht mit dir treffen will. Und Fehler Nummer 1 ist dein Investment. Damit ist gemeint, viele Männer schreiben einer Frau viel intensiver und mühevoller, als die Frau es tut. Die Frau schreibt beispielsweise relativ entspannt und locker, vielleicht mal hier ein Dreizeiler, Vierzeiler oder eine kurze Sprachnachricht. Und der Mann schreibt ihr einfach viel, viel mehr. Das macht man, weil man der Frau gefallen will, das macht man, weil man die Frau auch mag, das macht man, weil man auch mit diesen Smileys beispielsweise ausdrücken will, dass man das Gespräch gut findet. Aber das Ding ist, der Effekt ist genau der gegenteilige und die Frau verliert das Interesse, weil sie sich fragt, dieser Mann kennt mich ja noch gar nicht. Warum ist es ihm so früh schon so wichtig, dass er sich so viel Mühe gibt? Kann es sein, dass er einfach keine Option hat und einfach verzweifelt ist und das ist einfach nicht besonders attraktiv. Und was du jetzt machen musst, ist nicht versuchen, künstlich die Frau jetzt zu ignorieren beim Schreiben oder tagelang zu warten, bis du ihr antwortest oder fast gar nichts mehr zu schreiben, obwohl du schon ihr eigentlich was zu erzählen hast oder zu sagen hast, sondern du sollst einfach nur darauf achten kannst, dass das Investment circa bei 50-50 liegt. In der Hinsicht, dass du einfach nicht viel mehr schreibst als sie, weil das Ding ist, eine Frau überlegt sich am Anfang, okay, wie viel will ich mit diesem Mann schreiben? Und wenn der Mann einfach viel mehr bringt, dann wird sie einfach erschlagen, auch vom Text und braucht länger, bis sie antwortet. Und all diese Sachen kannst du vermeiden, indem du beim Invest einfach aufpasst, dass du es nicht übertreibst. Fehler Nummer 2 ist, dass Männer langweilige Themen beim Chatten wählen. Oft bestehen so Chats darin, dass man irgendwelche Fakten miteinander austauscht und abklappert. Die nennen sich, okay, was machst du beruflich und wie lange machst du das schon und wo lebst du genau, wie groß ist die Stadt, wie viele Geschwister hast du etc. pp. Also einfach nur Fakten, die man hätte auch in einem Lebenslauf ablesen können. Und das Problem ist, solche Gespräche sind ziemlich langweilig. Zwar weiß man dann vieles an Informationen über diese Person, aber die Gespräche haben keinen... Die lösen nichts Emotionales bei ihr aus und auch nicht bei dir. Das sind einfach nur langweilige Fakten, Zahlen, Daten, Faktengespräche. Und was du viel mehr machen darfst, ist, dass du, natürlich kannst du mal fragen, hey, was sie beruflich macht, weil es macht einen Unterschied, ob eine Frau jetzt irgendwie eine Anwältin ist oder eine Physiotherapeutin. Ihr Leben ist dann schon anders. Aber was du dann halt machen kannst, sobald du die ersten paar Fakten weißt, ist, dass du guckst, okay, was sind die emotionalen Themen, die mit diesem Fakt zu tun haben? Wenn sie jetzt eine Physiotherapeutin ist, anstatt irgendwie zu fragen, wie lange sie das schon macht, kannst du sie eher fragen, okay, was sind so Kunden, die sie mag oder Patienten, die sie mag und Patienten, die sie nicht so mag? Natürlich arbeitet wahrscheinlich eine Physiotherapeutin lieber mit sportlichen jungen Leuten als irgendwie mit alten, verschwitzten Kerlen, die sie dann massieren muss oder so. Und das sind halt jetzt keine Themen, die du direkt ansprechen musst, aber du musst dir klar machen, ihr Job löst ja gewisse emotionale Reaktionen in ihr aus. Dinge, die sie mag, Dinge, die sie nicht mag, Beweggründe, Wünsche, Herausforderungen, Dinge, die ihr einfach fallen, Dinge, die quasi die ihr Job auch über ihre Persönlichkeit aussagt. Und das sind viel mehr Themen, die interessanter sind beim Schreiben. Und wenn du da eher Fragen stellen kannst, die Frau wirklich ins Herz treffen, wo sie dann gerne darüber redet, dann hast du auch teilweise eine Frau, die dir dann nach einer Frage auf einmal hier so eine ellenlange Antwort schreibt, einfach weil du die richtige Frage gestellt hast und sie das gut findet und gerne über diese Themen redet. Super wichtiger Punkt. Das ist ein Fehler, den viele Männer machen. Und jetzt Fehler Nummer 3 ist, dass Männer, wenn sie mit einer Frau schreiben, es langsam angehen lassen wollen. Damit ist gemeint, dass sie wochenlang mit dieser Frau schreiben. Und da hat er irgendwie eine positive Absicht damit, weil man sich denkt, okay, ich finde die Frau gut, ich will das langsam mit ihr angehen, dass sie auch merkt, okay, wir müssen nichts überstürzen, wir müssen jetzt nichts übers Knie brechen, was das Kennenlernen angeht. Aber das Problem ist, du hast ein geringes Zeitfenster, wenn du eine Frau kennenlernst. Vor allem, wenn du sie irgendwie online kennenlernst oder irgendwie mal auf einer Party mit Freunden kennengelernt hast und jetzt mit ihr schreibst. Wenn du dir zu lange Zeit lässt, dann ist diese initiale Anziehung, die am Anfang vielleicht da war, verschwindet immer mehr, weil sie hat ja auch ihren Alltag, sie hat Stress, sie lernt vielleicht auch noch andere Männer kennen, die einfach schneller dann nach einem Treffen fragen und du gehst dann halt irgendwann unter. Es kann ja sein, dass sie dich auf irgendeiner Party kennengelernt hat und du auf dieser Party sie überzeugt hast. In der Hinsicht, dass sie sich dachte, okay, das ist ein interessanter Mann, diesem Mann gebe ich mal meine Nummer. Oder du hattest ein Match mit ihr und sie fand dein Profil erstmal gut, aber dann 4-5 Tage später ist dieser Effekt, den dein Profil auf sie hatte, diese positiven Gefühle, die sie damit verbunden hat, einfach weg, weil du dir zu lange Zeit gelassen hast. Das heißt, du hast ein geringes Zeitfenster und je länger du wartest, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau dann irgendwann das Interesse verliert. Meine Faustregel ist, wenn man weiß, wie man mit einer Frau schreibt und die Fehler, vor allem den zweiten Fehler vermeidet mit diesen langweiligen Themen, kann man teilweise nur 4-5 Nachrichten austauschen und vor allem, wenn man dann noch ein gutes Profil hat, jetzt im Online-Dating beispielsweise, es reicht 4-5 Nachrichten auszutauschen
Also 4, 5 Nachrichten pro Person. Und dann kann man direkt schon nach einem Treffen fragen. Wenn man, wie gesagt, die richtigen Fragen stellt, braucht man sich nicht so lange Zeit zu lassen. Und jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 4. Und Fehler Nummer 4 findet dann statt, wenn du bereits nach einem Treffen gefragt hast und du eigentlich schon ein Ja von der Frau bekommen hast, aber sie das Treffen dann doch absagt. Und der Fehler, den da viele Männer machen, ist, dass sie keinen wirklich konkreten Date-Vorschlag machen. In der Hinsicht, dass sie mit der Frau vielleicht ausmachen, hey, hast du mal Lust, dich zu treffen? Und die Frau sagt dann ja. Und der Mann denkt dann, okay, das ist eine Date-Zusage. Oder hey, hast du mal Lust, die Woche was zu machen? Oder hast du Lust, am Samstag mal was zu machen? Und die Frau sagt dann ja. Und dann wartet der Mann einfach bis Samstag, macht nichts weiteres mehr fix. Und dann fragt er sie am Samstag dann vormittags, ja, auf, wollen wir uns da und da treffen? Und die Frau schreibt ihm nicht mehr zurück. Und der Mann denkt sich dann, hä, wieso schreibt sie nicht zurück? Sie hat mir doch eine Zusage gegeben. Das Ding ist aber, du hättest ab dem Punkt, wo du nach einem Date fragst und sie erstmal ja sagt, grundsätzlich zu einem Treffen, musst du dann Ort, Zeit und Tag wirklich fix machen. Das muss auch nicht super förmlich sein. Es reicht einfach nur zu sagen, hey, okay, ich würde zuallererst erstmal ihr mehrere Terminvorschläge in der Sicht geben, dass du 2, 3 Tage zur Auswahl gibst. Einfach weil, angenommen, du fragst sie jetzt, ob sie am Freitag kann, dann kann es sein, dass sie grundsätzlich Interesse hat, dich zu treffen, aber gerade an diesem Freitag halt nicht kann. Und deswegen ist es immer sinnvoll zu fragen, okay, passt dir Freitag oder Sonntag? Dienstag oder Mittwoch? Und dann hat sie 2 Auswahlmöglichkeiten und dann wählt sie sich einen Tag aus und dann kannst du halt auch mal sagen, okay, angenommen, ihr trefft euch an dem Mittwoch, wie passt es dir um 18 Uhr vorm XY-Platz? Jetzt in Hamburg wäre es, keine Ahnung, hast du Lust, dich da am Gänsemarkt zu treffen? Und jetzt ist Ort fix, die Zeit ist fix und der Tag ist fix. Und das ist eine Date-Zusage und das ist was, mit der die Frau auch rechnen kann. Weil oft ist es bei Frauen einfach so, dass der Mann irgendwie einen losen Vorschlag macht und dann von ihm nichts mehr kommt. Und die Frau sich denkt, okay, ja, irgendwie, er hat ja gefragt und jetzt hat er wohl anscheinend doch keine Lust mehr. Oder sie findet es einfach blöd, weil sie es nicht wirklich terminieren und einplanen kann. Und dann geht das Ganze auch unter. Deswegen vermeide diesen Fehler. Und jetzt kommen wir auch zu Fehler Nummer 5. Und Fehler Nummer 5 geht auch in die Richtung. Und zwar, du willst ein Date mit ihr ausmachen. Und einen großen Fehler, den Männer da machen, ist, dass sie mit der Frau geschrieben haben, jetzt nach einem Date fragen und dann das Date zu weit in die Zukunft hinaus planen. Wenn du angenommen, heute ist es Sonntag und du fragst dann die Frau nach einem Date am Mittwoch übernächste Woche, also in 10 Tagen, dann ist dieser Zeitraum viel zu lang. Denn auch hier tritt einmal wieder folgender Effekt auf, diese emotionale Aufregung oder diese Anziehung, die sie initial vielleicht für dich hat, die geht weg innerhalb dieser Zeit. Deswegen muss ein Date spätestens eine Woche in der Zukunft liegen. Im besten Fall solltest du ein Date auch 2, 3 Tage maximal, nachdem du den Vorschlag machst, sollte das Date 2, 3 Tage spätestens dann terminiert werden. Weil dann ist das Ganze noch aufregend. Denn in dieser Zeit von, keine Ahnung, diesen 7 bis 10 Tagen, die du wartest, bis dann wirklich das Date ist, können viele Dinge passieren. Erstens, die Emotionen können abflachen. Zweitens, der Frau kann einfach irgendwas dazwischen kommen, weil dieses Date halt noch zu vage in der Zukunft liegt und sie sagt ab. Was auch noch passieren kann, ist, dass du in dieser Zeit ihr zu viel schreibst und sie irgendwann das Gefühl hat, du bist verzweifelt. Oder dass du ihr zu wenig schreibst und sie das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt ein Date ausgemacht, aber irgendwie meldet der Typ sich gar nicht mehr. Kann es sein, dass er mich vergessen hat. Und dann wird sie im Zweifelsfall auch eher dann nicht erscheinen oder sich das nicht einplanen, als dann irgendwie darauf zu warten und hoffen, dass du dich dann doch noch meldest. Oder du schreibst ganz normal mit ihr, aber was du auch verstehen musst, beim Chatten mit einer Frau kann man relativ schnell irgendwas falsch verstehen. Du willst vielleicht irgendwie einen lustigen Spruch bringen, aber die Frau hat ja nicht deine Gestik, hat ja nicht deine Mimik und sie hat nur diesen Text und sie erkennt vielleicht anhand dieses Textes nicht, was genau mit diesem Witz gemeint war. Und du bringst halt einfach irgendwie einen Witz, der am Ende nicht verstanden wird und die Frau findet dich dann im Endeffekt komisch. Und je länger du quasi die Zeit lässt, bis das Date wirklich stattfindet, wo ihr euch mal wirklich live kennenlernen könnt, gucken könnt, wie die Chemie ist, wie der andere wirklich kommuniziert, wie der andere drauf ist, was der Humor vom anderen ist, bis dahin können Dinge falsch verstanden werden und dann macht es einfach nur keinen Sinn, so lange zu warten. Das sind die 5 Fehler, die solltest du vermeiden. Hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Ansonsten, wenn du mehr von diesen Themen haben willst, hör dir gerne meinen Podcast an, Frau fürs Leben finden, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts. Und ja, abonniere diesen Kanal.